Den Button auf Social Media teilen findet ihr vielleicht auch unter diesem YouTube-Video. Ihr teilt auf WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. Ihr teilt eure Nachrichten einfach ganz schnell an andere Leute weiter. Doch was bedeutet Teilen eigentlich wirklich? Für mich hat Teilen zwei Ebenen. Einerseits eine materielle Ebene. Mich erreichte Anfang April eine Mail, die lustigerweise auch mit mir geteilt wurde. Da wären wir wieder beim Thema. In der von Sepp drin stand, dass er für den Mittagstisch nicht genügend Lebensmittel zusammenbekommt mehr und dass die Menschen die Versorgung natürlich weiterhin brauchen, auch in dieser Zeit. Und er bat darum, dass die Menschen, die vielleicht überflüssige Lebensmittel haben und uns allen geht es gut, diese Lebensmittel im Martin-Luther-Haus abgeben für die Menschen, die sie im Moment brauchen. Das habe ich natürlich gemacht. Ich meine, eine Nudelpackung mehr hat jeder mal übrig oder kann jeder mal mehr einkaufen. Uns geht es ja allen gut. Und die zweite Ebene ist die seelische. Mich erreichten oft Anrufe im April, während ich zu Hause war. Jonas, mir geht es nicht gut. Mir ist langweilig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe doch schon alles gemacht. Diese Menschen teilen ihre Probleme, ihre Sorgen mit mir und ich kann ihnen helfen, indem ich ihnen vielleicht einfach nur zuhöre oder indem ich ihnen sogar Vorschläge gebe, Tipps gebe, was ich in dieser Zeit mache, damit mir nicht langweilig wird. Das ist Teilen auf seelischer Ebene. Und es gibt nicht nur zwei Arten von Teilen, sondern für mich hat es auch zwei Bedeutungen zu teilen. Einerseits mache ich mit Teilen andere Menschen glücklich. Die freuen sich darüber, Essen zu bekommen. Sie freuen sich darüber, einen Gesprächspartner zu haben, der einem zuhört. Ich selber freue mich aber auch. Ich glaube, jeder von euch kennt das Gefühl, dass das Herz aufgeht, wenn man anderen Menschen helfen konnte. Das freut man sich total darüber, dass andere Menschen glücklich sind. Nicht nur ich freue mich, nicht nur mein Gegenüber freut sich, sondern auch Gott freut sich. Paulus schrieb mal in seinem Brief an die Hebräer im 13. Kapitel in Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nie. Das ist ein Opfer, was Gott gefällt. Klar kann Teilen für uns auch mal ein Opfer sein. Ich kann nicht den ganzen Schokoriegel essen, obwohl ich den total gerne mag, sondern teile einfach eine Hälfte mit jemandem, der vielleicht sonst hier einen Schokoriegel essen kann. Ich freue mich darüber, dass ich jemand anderem etwas Gutes tun konnte. Der andere freut sich darüber, endlich mal einen Schokoriegel essen zu können. Ich möchte euch animieren, dass ihr mit anderen Menschen teilt. Teilt mit ihnen vielleicht euer Essen, euer Spiel, was ihr zu Hause stehen habt. Leitet es anderen Leuten mal aus, damit die das auch mal spielen können in dieser Situation. Ruft andere Leute mal an, die ihr sonst in der Arbeit in der Schule seht. Ruft sie doch einfach mal an und fragt sie, wie es ihnen geht. Und vielleicht erzählen sie euch dann ja auch von ihren Problemen. Und ihr könnt ihnen helfen, indem ihr ihm zuhört, indem ihr ja vielleicht auch eure Tipps bringt, so wie ich das tue. Teilt mit anderen Menschen, seelisch und materiell. Denn das ist das, was uns als Gemeinschaft ausmacht. Gott vereint uns, dass wir die Gemeinschaft sind, die mit anderen etwas teilen können. Das ist was ganz, ganz Besonderes, weil wir alle die Kraft haben zu teilen. Weil wir gemeinsam als Christen eine Gemeinschaft sind, auch in dieser Krise. Es ist jetzt vielleicht etwas Besonderes, aber ich würde gerne beten. Und ihr sitzt vielleicht vor eurem Bildschirm und ich sitze jetzt hier alleine auf dieser Bank vor der Kirche. Aber vielleicht könnt ihr auch einfach eure Augen schließen, die Hände falten und am Ende meines Gebetes euer eigenes Gebet sprechen. Ich würde nun jetzt gerne zu Gott beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du in dieser Krise bei uns bist. Dass du in dieser Krise bei den Menschen bist, denen es moralisch nicht gut geht, weil ihnen total langweilig ist, weil sie vielleicht auch in einer kleinen Krise dadurch sind, dass sie so verzweifelt sind und nichts wissen, was sie tun können. Ich möchte, dass du bei den Menschen bist, die vielleicht unter materieller Not leiden, die wenig Geld verdienen, die nicht genügend Essen haben. Gott, ich möchte dich dazu animieren, dass du allen Menschen dazu bringst, sie zu teilen, Leute anzurufen, mit ihnen Essen zu teilen, dass du für sie da bist und dass du solche Menschen in die Welt hinausschickst, die uns als Christen, uns als Gemeinschaft so stark machen. Gott, ich möchte dir danken, dass du
den Menschen diese Freude schenkst, zu teilen, dass du diese Menschen hier in die Welt setzt. Gott, ich bitte dich, segne diese Menschen, segne sie in ihrer Arbeit, schenke ihnen mehr Kraft dafür, dass sie diese Arbeit weiter durchziehen, weil sie unheimlich wichtig ist. Gott, segne diese Menschen und sei bei ihnen in dieser Krise. Amen.